Moin, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Mythisch Plus. Heute mal wieder im Dungeon Ulderman unterwegs und zwar auf M-Plus Stufe 24 mit einer Random-Gruppe ohne Voice. Und wir haben hier folgende Dungeon-Modifikatoren aktiv: Tyrannisch, Befallen und Anstarren. Zu Beginn ist direkt unser Vergeltungspaladin hier leider Gottes gestorben. Das war sehr, sehr schade und riesengroßer Pull hier, aber wir ziehen tatsächlich kein Kampfrausch rein, weil wir das aufsparen wollen für den zweiten Boss Probemacht. Da gehen wir wohl als erstes hin. Ansonsten ist es hier sehr, sehr gefährlich und wichtig zugleich, dass man hier den Steinstachel unterbricht von diesen Geomanten. Aber noch wichtiger ist es, dass man die Kettenblitzschläge von den Geomanten unterbricht. Die dürfen auf gar keinen Fall durchkommen, sonst seid ihr sofort tot. Und das wollt ihr nicht und dementsprechend machen auf jeden Fall. Unterbrechen, betäuben, stunnen, was auch immer, damit das nicht passiert. Dann jetzt hier in die boshaften Basilisken. Da geht's einfach rein. Der Tank ist stark, zieht hier CDs und überlebt das Ganze. Stachelpanzer habe ich mal hier jetzt gezauberraubt. Muss man nicht machen, aber kann man machen, um einfach ein wenig Schaden zu verhindern. Zubeißen ist jetzt actually auf mich eins durchgegangen. Ja, ich habe jetzt den Zubeißen Dot auf mir drauf und da seht ihr, ich ticke brutal runter. Hab das jetzt auch dann geeisblockt, weil ich kurz davor war, Kauterisieren zu procken. Und da seht ihr auf jeden Fall, das Zubeißen haut sehr, sehr gut rein. Ist ein Blutungseffekt und tut auf jeden Fall weh für den Tank, wenn es auf den Tank geht. Ansonsten natürlich, wenn Befallen aktiv ist, Entfluchung mal mitnehmen als Magier, um die Geister zu entfluchen, zu helfen, wenn die vorbeikommen. Erscheinen, spawnen jetzt zum Beispiel links oben und rechts unten hier im Bild. Und ja, jetzt hier wieder ballern, ballern, ballern. Damage, Damage, Damage. Nebenbei Steinstachel unterbrechen, Kettenschlag unterbrechen, ausweichen. Und ansonsten ist hier nicht viel los, außer Schaden machen, Schaden machen, Schaden machen. Der Tank muss natürlich überleben, ne? Zubeißen tut weh von den Basilisken. Aber das passt, wenn man einfach seine Tasten schnell drückt, gut drückt, vernünftig heilt, vernünftig Schaden macht. Und dann kommt man hier sehr, sehr gut durch. Alle hier gerade bei ca. 250.000 DPS. Das ist auch schön. Ansonsten, ne, das war jetzt nochmal knapp. Ich glaube, da ist ein Kettenblitzschlag durchgegangen. Das ist schade. Egal, weiter geht's hier rein. Hier auch wichtig, die Geomanten zu unterbrechen, ne? Jetzt hier mit der Druckwelle, beziehungsweise mit Drachen oder nochmal den Kettenblitzschlag verhindert und dann die Druckwelle gedrückt, um den Geomanten da weiter reinzupullen in das Pack. Aber ja, das ist auf jeden Fall wichtig, dass ihr am besten da die Reihenrückstoßeffekte macht. Einfach benutzen halt dementsprechend, damit diese Geomanten, diese Caster da vorne mit drin sind in diesem großen Big Pull hier für maximale DPS und natürlich auch für maximale Effektivität, was Zeit betrifft. So, Kettenblitzschlag hier, schöner psychischer Schrei vom Priester, richtig gut gespielt, um das kurz zu stoppen. Denn das hätte vielleicht den einen oder anderen durchaus töten können. Vor allem, wenn das durchgeht, wenn die Leute hier angestachelt drauf haben. Das ist halt gefährlich, ne? Wir haben ja anstachelnd aktiv. Aber das ist okay. Und dann, ja, bis hierhin einen Toten. Das war der Vergeltungspaladin im ersten Puls, okay. Und jetzt gibt es hier einen krassen Trick. Wir machen jetzt mal hier ein bisschen Schaden, Schaden, Schaden. Den Geomanten nebenbei unterbrechen natürlich, ne? Kettenblitzschlag, Steinstachel unterbrechen. Sollte drinne sein, vor allem, weil es nur einer ist. Und die bulligen Berserker, die machen ab ca. 50% oder 40% einen Zauber, womit die ihren verursachten Schaden zwar um 20% erhöhen, aber die erhöhen damit auch ihren erlittenen Schaden um 20%. Und darauf warten wir jetzt so ein bisschen und dann gehen wir rein in den Boss, wenn die quasi den Buff auf sich drauf machen. Erstmal den Caster töten, das ist wichtig. Und ja, bei 50% macht nicht den Zauber, sondern erst bei 40% anscheinend. Er sagt jetzt auch hier, Go Boss, 40%, damit meint er die bulligen Berserker, denn jetzt sind die auf 40%, die bulligen Berserker. Machen toll, toll, kühne Wut oder so ähnlich, irgendwas mit Wut. Und jetzt können wir da richtig schon reinballern auf den Boss drauf. Der Boss macht jetzt zwar 40% mehr Schaden, aber er erleidet jetzt auch 40% mehr Schaden, dadurch, dass diese bulligen Berserker auch diesen Buff auf den Boss drauf gemacht haben. Und dadurch können wir einfach gewährleisten, dass wir als Feuermagier da brutal reinbürsten können, maximale DPS auf den Boss drücken können. Und da seht ihr auch, wir knacken hier die 500.000 DPS zusammen mit dem Schattenpriester. Wir zerstören den Boss hier gerade komplett. Das ist auch notwendig auf Tyrannisch. Und das Geile ist halt wirklich, ne, wenn man da einfach reinkombustet und man muss nicht irgendwie aufs Totem switchen. Zumindest in der ersten Combustion. Das ist halt sehr nice. Und der Boss ist jetzt schon in der ersten Phase nach dem ersten Totem auf unter 50%. Also wir sind hier richtig gut am reinblasten. Richtig schön am zerstören. So gefällt das. Ansonsten den Geomanten wollt ihr immer wieder unterbrechen. Es kommt immer ein Geomant
pro Ad-Welle, den wollt ihr dann immer ins Fokus-Target am besten nehmen und den kann dann konstant unterbrechen. So, jetzt hier wieder ein Totem. Ja, da müssen wir jetzt auch switchen. Leider habe ich jetzt nicht so viel Damage, aber ich switch dann doch. Und jetzt müssen wir einfach beten, dass der Heiler uns hier heilt. Schöne Zeitverschiebung, selbst getoppt. Und ja, ihr müsst dann auch teilweise wirklich auf das Totem combusten, wenn es halt so lange lebt. Ist natürlich eklig. Im Idealfall will man erst Combustion ziehen, wenn quasi das Totem tot ist und der Boss dann richtig viel Schaden erleidet. Aber das geht nicht immer, weil wenn man das tun würde, dann hat man vielleicht Minus-DPS aufs Totem und dann stirbt man am Schaden vom Totem, weil der Heiler das nicht mehr gegengeheilt bekommt. Aber ja, das ist gut. So, ansonsten jetzt 2, 1, nächstes Totem. Ja, das wird nochmal brandgefährlich natürlich an der Stelle, weil ich habe gar keinen Schaden. Deswegen Death-CDs ziehen. Habe jetzt nochmal das Entzünden verbreitet vom Promach aufs Totem. Switch jetzt hier aber aufs Totem mit SKB-Proc. Da hinten müssen wir noch schnell einen entfluchen auch noch, währenddessen wir hier auf unsere Gesundheit achten müssen. Blitzschlag, Kettenblitzschlag, der wäre wahrscheinlich durchgekommen. Habe ich gut unterbrochen, gut reagiert. Ihr seht es auch schon, wir sind jetzt ein bisschen behind gefallen. Ich ziehe auch nochmal einen Aschern rein, weil ich jetzt einfach will, dass der Boss hier stirbt. Weil jetzt hier links im Bild, da Kettenblitzschlag, ja, wurde durchgezaubert, hat keiner gekickt. Mein Kick war auf CD. Ich hätte es theoretisch schieben können, aber ich war gerade in der Combustion und da willst du einfach natürlich deinen Schaden durchdrücken. Sonst machst du komplette Minus-TPS, wenn du das nicht tust. Aber egal, wir haben es geschafft, war ein bisschen knapp hinten raus, ja? Der Heiler nochmal gestorben. Aber ist okay, war auf jeden Fall, denke ich, der Spielzug da nochmal einäschern, reinzuziehen, also Combustion. Einfach für Safety, dass der Boss jetzt endlich stirbt. Und ja, 292.000 DPS vom Schattenpriester und 283.000 DPS von mir, gerade bei dem Bosskampf. Es war brutal, wie viel Schaden wir da gedrückt haben. Natürlich jetzt schade, ne, dadurch, dass ich gerade einäschern gezogen habe, habe ich jetzt hier keinen einäschern zum Pull. Das ist sehr, sehr schade für meine DPS bei diesem Boss. Aber egal, abprallender Schild jetzt hier auf mich. Death-CDs ziehen und alleine stehen, ihr seht. Fast hätte mich das gewonshottet, aber Zeitverschiebung hat mich natürlich wieder auf 100% hochgetoppt. Und wenn es mich gewonshottet hätte, wäre eh Cauterisieren geprockt. Habe ich ja auch noch offen den Proc, der ist noch nicht geprockt bisher. Und jetzt kommt wieder hier Einäscherung ready, wird ready. Und jetzt können wir auch mal langsam hier reingehen in die Combustion. Ja, wir machen hier Hardcast. Pyroschlag für den Pyroklasmusbrock und dann ziehen wir hier alles rein für die maximale DPS. Ist jetzt natürlich ein bisschen bitter, dass wir jetzt hier auf den Zwerg sind und der gerade nicht da im Pack drin steht, sodass wir das Entzünden verbreiten können auf die anderen zwei Zwerge. Aber ist okay, er ist gerade reingesprintet und jetzt können wir das wieder verbreiten. So, wieder hier nebenbei Afflicted Dispellen. Ja, habe ich aber jetzt nicht gemacht, wurde schon und ja, haben schon die anderen übernommen. Ist gut. Und ja, ansonsten ballern, 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 Damage, Damage, Damage. Das Gefährliche ist halt, die dürfen nicht vor dem Zwerg stehen, also wildes Spalten, niemals vor dem einen Zwerg da stehen. Zum anderen Schädelbrecher ausweichen, abprallender Schild, wenn es auf euch ist, Death-CDs ziehen. Aber auch wenn Dolchwurf zwei, dreimal gleichzeitig auf euch hintereinander durchkommt, müsst ihr auch Death-CDs auf jeden Fall drücken. Sonst könnt ihr sterben auf Highkeys. Und das wollt ihr nicht. Jetzt zum Beispiel hier abprallender Schild ist auf unseren Heildroiden gegangen, der hat einfach die Bärform rausgeholt und hat sich damit einfach gerettet. Das war auch sehr, sehr stark gespielt. Insane gut. Drachenbootüberfall kommt ja nochmal. Ja, der eine Zwerg hat noch relativ viel Gesundheit. Ihr wollt auf jeden Fall auch möglichst gewährleisten, dass ihr alle drei Zwerge gleichzeitig tötet. Jetzt sind schon, oder einer ist jetzt schon tot. Ist nicht so schlimm, wenn der frühzeitig stirbt. Ja, die geben sich irgendwie nicht wieder Gesundheit wieder, wenn die nicht gleichzeitig sterben. So ist es nicht, aber trotzdem. Im Idealfall sterben alle drei gleichzeitig und wir haben es auch noch ganz gut hinten raus. Auf jeden Fall ausgeglichen. Auch diesen Boss haben wir richtig stark zerstört. Bis hierhin zwei Tode, vollkommen fein. Wir haben sehr, sehr guten Schaden dabei. Ja, der Schattenpriester ist brutal am Ballern und ich als Feuermagier bin auch ganz ordentlich auf jeden Fall am DPS drücken. Und dementsprechend ist das ein Spaß hier. So, dann hier wieder Big Pull. Hier macht man es meistens so, dass man dann alles zusammenpullt. Ja, bis zum dritten Boss, man pullt hier alles zusammen. Und dann kitet man so ein bisschen und hofft halt einfach, dass der Tank das überlebt. Aber normal, also es ist eigentlich normal, dass man das immer so spielt. Also wenn ihr ein guter Tank sein wollt, dann wollt ihr immer hier alles zusammenpullen. Und dann geht's da rein in den massiven AOE-Damage. Das ist natürlich hier ein bisschen bitter. Er kitet jetzt von mir weg. Ja, ich stehe jetzt nicht mehr an meiner Rune, weil ich, ja, muss jetzt leider langsam mal hinterher moven. Sonst sind sie gleich nicht mehr in Range. Ja, jetzt sind sie nicht mehr in Range. Das hat gut Damage auf jeden Fall gekostet, weil ich hier spürt das Brennen auch fallen gelassen habe. Also spürt das Brennen
Proc, was unsere Meisterschaft erhöht. Das war nicht optimal gespielt, hätte ich mich vielleicht ein bisschen weiter nach vorne stellen sollen, aber ich stehe gerne immer hier auf Range. Weil zur Not, falls der Tank stirbt, dass man dann schnell kiten gehen kann. Das ist schon ganz wichtig. Und ja, genau da ist es passiert, nämlich. Er ist jetzt gestorben, der Tank, und ist jetzt mal kiten. Und ja, jetzt muss man hier dementsprechend kiten. Schöner Vortex. Ich muss jetzt hier mal die Richtung ändern, weil sonst hätte ich die zum Boss gekitet und das wäre dann eng geworden. Deswegen habe ich jetzt hier halt leider kauterisieren geprockt. Aber ist, denke ich, gut gewesen, damit ich hier kite, weil ihr seht, die anderen zwei Leute sind jetzt hier gestorben. Schattenpriester ist tot, Vergeltungspaladin ist tot. Und hier in diese Richtung hat man halt mehr als genug Platz, um zu kiten. Und damit habe ich so ein bisschen sicherlich auch den Key gerettet, dass wir da keinen Full Vibe haben. Wunderbar, da haben wir das Kauterisieren richtig stark ausgenutzt. Und der Kollege Tank wäre hier fast schon wieder gestorben. Ist, glaube ich, auch geprockt mit der Meta oder so. Oder hat selber Meta gezogen, keine Ahnung. Aber ist okay, ja, 5 Tode bisher ist nicht so gut, aber ist trotzdem noch alles okay. Wir haben guten Schaden dabei, habe ich schon gesagt. Und jetzt muss natürlich der dritte Boss sitzen. Der dritte Boss ist kein Spaß. Vor allem nicht, wenn Tyrannisch aktiv ist, was hier der Fall ist. Und vor allem, wenn man kein Zwerg ist. Denn ich bin ja Trollmagier und nicht Zwergmagier. Muss dementsprechend jetzt richtig hart aufpassen, um mich da am Leben zu halten, falls ich diesen Debuff abbekomme. Ich kann da hier nicht viel machen. Ich habe noch Eisblock. Kauterisieren habe ich gerade leider geprockt. Das ist schade für mich. Aber jetzt müssen wir einfach beten, dass wir hier das möglichst lange überleben. Zerschmetternde Stampfen da am besten auch immer eine Zeitverschiebung auf jeden Fall drücken. DevCD rein. Wobei man theoretisch auch damit argumentieren könnte, dass man das vielleicht einfach aufspart und das einfach den Heiler wegheilen lässt und alle DevCDs benutzt, wenn dieser komische irdene Stachel auf euch kommt. Ja, jetzt zum Beispiel zerschmetterndes Stampfen. Das one-shottet mich ja noch nicht auf 24 Tyrannische, aber genau, ja, da ist es passiert. Da habe ich dann den Steinstachel abbekommen hinterher, war nicht getoppt. Und dann war RIP. Da ging der Battle Rest raus. Dagegen konnte ich jetzt nicht so viel machen. Ich hätte Eis blocken können. Das wäre sicherlich ein Spielzug gewesen. Aber man weiß halt nicht vorher, auf wen dieser Steinstachel geht. Oder irdener Splitter, wie es heißt. Das ist halt einfach Zufall. Und ja, jetzt hier wieder zerschmetterndes Stampfen. Habe ich actually, glaube ich, nicht Zeitverschiebung gedrückt. Schade. Wir gehen jetzt aber hier rein in die Combustion mit Pot. Wir müssen jetzt den Boss hier schnellstmöglich zerstören, bevor uns hier die Zeit ausgeht und ich sterbe. Zeitverschiebung hier diesmal benutzt. Ah, scheiße, jetzt ist der Paladin gestorben. Wahrscheinlich auch am irdenen Splitter. Und ich glaube, jetzt haben wir keinen Rest mehr. Doch, wir haben noch einen Rest, nevermind. Und ihr seht schon 2 Tode jetzt bei dem Boss. Der Boss ist halt super eklig auf Tyrannisch. Dem war hier ein entflucht und befallene Seele, wichtig und richtig. So, der Heiler müsste mich hier eigentlich viel schneller toppen, damit man halt reagieren kann, falls der irdene Splitter auf mich geht. Sag ich mal hier, große Unsichtbarkeit benutzt. Eisblock immer noch ready, nice. Dadurch, dass ich eben große Unsichtbarkeit benutzt habe, war ich hier healthy genug, so dass ich nicht wieder one-shotted worden bin von dem Impact-Schaden des irdenen Splitters. Dementsprechend konnte ich da Eisblocken. Aber jetzt bin ich halt so ein bisschen leer, ne? Nochmal Zeitverschiebung hier. Gut, ich habe eh keinen Schaden bekommen, interessant. Aber jetzt habe ich keine Dev-CDs mehr, ne? Wenn jetzt nochmal der irdene Splitter auf mich kommt. Ich habe gerade nichts mehr Spiegelbilder auf CD, lodernde Barriere wieder auf CD direkt gemacht. Und jetzt muss ich einfach hier getoppt werden. Ich stehe schon in der Heilfläche drin, er toppt mich nicht wirklich. Aber ein Eisstein hier nochmal reingezogen. Damage, Damage, Damage. Jetzt bin ich actually getoppt, alles gut. Aber trotzdem weiterhin keine Dev-CDs zur Verfügung. Und wir müssen einfach hier beten, schnellstmöglich nochmal die Rote hier raushauen. Zerstampfen kommt jetzt nochmal, fast hätte mich es gewonnen, shortet, aber ich habe überlebt. Und wenn jetzt halt der irdene Splitter kommt am Ende des Kampfes, ist man halt gefühlt sofort tot. Und tickt brutal weg, wie zum Beispiel jetzt gerade beim Vergeltungspaladin. Ja, der ist gestorben, der hatte den irdenen Splitter auf sich drauf. Dann in Kombination mit zerschmetterndes Stampfen, da stirbst du einfach weg, da machst du nichts. Da bist du einfach RIP. Und da kann der Paladin auch nicht viel machen gegen natürlich. Außer man ist halt Zwerg, ne? Deswegen ist Zwerg halt schon ziemlich unfair bei diesem Boss. Weil der Zwerg von die Erfolgsfähigkeit Steingestalt, Stoneform ist einfach brutal broken bei diesem Boss und hilft ungemein. Und ja, egal, wir haben es trotzdem geschafft. Mittlerweile schon 8 Tode auf dem Korn. Wir sind, glaube ich, jetzt hier 3 oder 4 Mal gestorben bei dem Boss. Das war natürlich eine Krise, aber egal, weiter geht's. Wir spielen weiter und es ist noch nicht vorbei. Dementsprechend hier Steinhagel, ja, schön unterbrochen mit Chaos Nova. Aber natürlich auch mit Drachenodem, also leider hier die CCs überlappt.
Ist aber okay, wir haben eh mehr als genug. Ansonsten Steinblitz hier unterbrechen, Steinhagel, habt ihr gerade gesehen, sofort stoppen mit Betäubungen, Drachenodem, Druckwelle und Co. Habt ihr als Magier Steinblitz konstant unterbrechen und noch ganz wichtig, nicht vor den Mobs stehen, denn die machen Spalten. Also da bitte aufpassen, die Milis niemals irgendwie beim Tank stehen. Der ödene Hüter, der ist nämlich gefährlich für euch, weil der halt den Zauber Spalten macht. Und das ist ein frontaler, kegelförmiger Angriff, wenn er da vor denen steht, seid ihr mit einem Schlag sofort tot. Und das wollt ihr nicht. So, jetzt hier Fluch des Steins unterbrechen. Den einen habe ich hier entflucht, den anderen muss man sich eh nicht drum kümmern, weil man kann diese befallenen Seelen auch einfach LOSen, dann bekommt man eh keinen Debuff ab. So, Fluch des Steins nochmal gestoppt mit Drachenodem, wunderschön. Und ansonsten einfach hier ballern, 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 Damage, Damage, Damage. Wobei ich mich jetzt, glaube ich, dafür entscheide, hier nicht nochmal einen Eschern zu ziehen, weil wir haben die Gruppe eigentlich relativ gut unter Kontrolle und an denen werden wir vermutlich nicht sterben. Dementsprechend halte ich jetzt hier Combustion für das nächste Pack, weil das nächste Pack ist mit das gefährlichste im gesamten Key. Dadurch, dass jetzt tyrannisch aktiv ist, ist es nicht so sehr, aber trotzdem Fortified verstärkt Wochen, das nächste Pack auf jeden Fall sehr gefährlich, wenn man das spielt. Und da wollte dementsprechend alle möglichen DPS-CDs reinziehen in diesen Runenbeschützer-Gegner. Der ist brandgefährlich, macht brutalen Schaden und hier auch wieder weiter einen Steinblitz unterbrechen. Steinhagel stoppen mit Drachenodem, Stuns, Betäubungen, Druckwelle und Co. Erdbeben, Death-CD ziehen, das ist das, was so brutal reinhaut von diesen Runenbeschützer, dieses Erdbeben. Das sind so circa 5 Ticks. Da müsst ihr Death-CDs am Laufen haben, wie zum Beispiel als Magier Spiegelbilder. Große Unsichtbarkeit zur Not ziehen, Eisblock zur Not. Zeitverschiebung ist am besten, actually, weil man sich damit selbst wieder heilen kann. Hier letzte Sekunde nochmal entflucht, die befallene Seele auch sehr gut gemacht hier von mir. Let's go, wir gehen hier durch wie Butter, es läuft wie am Schnürchen. Es ist einfach stark und der Schattenpriester, der boostet uns hier auch so ein Stück weit durch, natürlich, weil der haut brutalen Schaden raus. Ihr seht es auch an seinem Titel, der ist ruhmreichster Schlächter von Sakareth. Und das ist einfach ein Titel, den nur echte Gamer erlangen. Und dementsprechend merkt man das natürlich auch im Damage Meter. Natürlich, abgesehen davon, ist natürlich auch aktuell die Bissklasse für M+, was Schaden machen betrifft. Und ansonsten hier, ne, ballern, ballern, ballern. Hier ist es wichtig, Schallexplosion zu unterbrechen. Vom Höhlensucher darf auf gar keinen Fall durchgehen. Sonst seid ihr tot oder werdet zum Schweigen gebracht. Das wollt ihr beides verhindern. Die Raubkriecher zum Glück, die Spinnen, das sind wirklich nutzlose Mobs. Die können gar nichts, die machen gar nichts. Die machen gefühlt keinen Schaden. Das Einzige, was die machen, die geben euch Prozente kostenlos. Wäre schön gewesen, wenn Blizzard den ganzen Dungeon voll gemacht hätte mit diesen Spinnen. Dann wäre das ein ganz leichter Dungeon gewesen. Aber nein, es gibt nur 4 oder 5 Spinnen oder so im gesamten Dungeon und dann ist es vorbei. Und wir gehen rein in Acheron mit BL. Mit allem, was wir haben. Double BL, glaube ich sogar, ne? Plus Import, plus PI. Das ist schon fast ein bisschen zu viel Tempo. Und wir müssen noch nebenbei Dev-CDs drücken, Zeitverschiebung nebenbei noch ausweichen. Da kommt einiges zusammen, währenddessen die Roter perfekt spielen. Mit so viel Tempo schwierig. Jetzt mal weggeblinzelt da, es war eng geworden. Dev-CDs ziehen, hoffen, dass wir hier geheilt werden. Ausweichen. Ballern, ballern, ballern. Aber wir haben guten Schaden hier gemacht in der ersten Phase. Unter 50% gepusht. Ist es schon wichtig hier, dass man diesen Boss möglichst schnell tötet, weil umso mehr Schaden man hier auf dem Boss hat, desto weniger Zwischenphasen kommen und desto mehr Zeit spart man sich natürlich am Ende des Tages auch, wenn man nicht ganz so viele Zwischenphasen hier spielen muss mit diesen Kammerhütern. Dementsprechend wollt ihr meistens bei diesem Boss Kampfrausch ziehen, einfach um gewisse Phasen auch zu skippen und um den einfach schnellstmöglichst zu zerstören. Ja, ansonsten hier immer dann auch gemeinsam im Kreis laufen als Gruppe. Ihr wollt alle auf einer Seite sein. Ihr wollt alle zusammen sein, damit der Heiler euch heilen kann. Und ansonsten einfach ballern, 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 Damage, Damage, Damage. So, Add 3 von 4 ist tot, das ist gut. Das letzte Add muss man noch spielen. Das kann man schon so ein bisschen poolen, was CDs betrifft. Nochmal hier entflucht. Jetzt können wir es noch schnell machen, bevor wir wieder reingehen müssen in den Boss. Das ist gut. So, SKB Proc Procken war. Dann ziehen wir hier Zeitverschiebung, gehen jetzt rein in die Rotation. In die lange Combustion, let's go. Perfektes Timing, actually gut gespielt. Hier Zeitverschiebung gut gemacht und die Rota nebenbei noch perfekt gespielt. Und ja, viel mehr Damage kann ich hier natürlich nicht rausholen, ne? Jetzt mal hier große Unsichtbarkeit gemacht, um mich einfach, oder um einfach den Heiler zu entlasten. Und dass ich halt nicht sterbe. Und ja, ist halt die Frage, schaffen wir es jetzt hier den zu
One-Phase sozusagen, dass wir nur wirklich eine Zwischenphase spielen mussten. Es wird sehr, sehr knapp. Ich glaube nicht. Ihr seht es auch, der Tank ist nochmal schlau. Er zieht den immer schön dann weg, weil der läuft immer noch zur Mitte hin, der Boss dann. Der läuft halt immer zur Mitte hin, wenn er dann faced. Und da kann man nochmal ein paar Prozente mit rausquetschen. So 3, 4, 5 Prozente kann man da einfach rausholen, indem man den einfach irgendwie am Rand des Bossraumes zieht, damit er einen möglichst langen Laufweg hat in die Mitte, wo er dann in die Phase geht. Heiler ist jetzt hier leider gestorben, das ist böse. Habe jetzt hier auch direkt Handauflegung bekommen. Das war natürlich gefährlich, dass der Heiler da tot ist. Das darf nicht passieren, weil in dieser Zwischenphase kommt konstanter Schaden rein, den der Heiler wegheilen muss. Sonst seid ihr tot. Jetzt hier auch wieder schön in das Erblühenfeld vom Heiler reinstellen für mehr Heilung. Und ich habe mich jetzt actually dazu entschieden, hier einfach nochmal einen Aschan reinzuziehen. Weil der Boss ist eh gleich tot. Und ja, nebenbei hier noch entflucht. Und die letzten 8%, ja, da ist ein Pyro leider reingeflogen. In Immun. Also der wird wirklich, obwohl man schon alle Ads tot hat, den kann man da noch nicht direkt angreifen. Der ist dann noch kurzzeitig immun, richtig frech, aber ist gut. Boss ist tot und wir haben jetzt noch 13 Minuten auf der Uhr. Das ist mehr als genug Zeit für den letzten Part des Dungeons. Jetzt auch nicht mehr allzu viel Zeit, wir müssen trotzdem gut spielen, aber sieht auf jeden Fall gut aus, was Zeit betrifft. Das ist gut, weil wir haben halt auch sehr, sehr kranken Schaden dabei gehabt. Auch den Boss gerade haben wir brutal geil zerstört. Donnernder Knall hier immer schön hinter die Säule gehen, damit man davon keinen Schaden bekommt, wenn das durchgezaubert wird. Steinblitz hier wieder Klassiker, unterbrechen nebenbei, Steinhagel, Stunnen, Betäuben, Druckwelle, Drachenodem und Co. benutzen. Und ansonsten hier einfach Damage, 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 ballern, 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 umso mehr Damage ihr habt, desto besser. Donnernder Knall wieder, hinter die Wand, der Heiler macht's nicht, man kann hier auch stehen bleiben, weil es halt nicht one-shottet, kann man ruhig auch stehen bleiben. Und dann könnte man sogar noch mehr DPS rausholen, sollte ich vielleicht auch hier machen, weil es nur 24 ist, mit tyrannisch aktiv. Mit verstärkt aktiv, aber da kann es schon sein, dass es dann one-shottet dementsprechend. Ja, wenn ihr einfach irgendeinen Heiler helfen wollt, nett spielen wollt, geht immer hinter die Wand und LOSen. So, jetzt hier Steinnagel im Hintergrund. Geht durch, das ist eine Krise. Wir sterben jetzt hier auch teilweise weg. Ich habe zu spät getragen, Odem da hinten, weil ich halt einfach jetzt auch in der Combustion gerade war. Da müssen dann normalerweise die anderen Spieler halt alles für einen machen, weil sonst verlierst du dabei so viel DPS, wenn du während Combustion noch irgendwas CC'en musst. Ja, wie dem auch sei, die sind jetzt alle gestorben, nur noch der Tank und ich sind am Leben. Ich muss jetzt hier perfekt spielen, dass ich keinen Schaden mehr bekomme. Eine befallene Seele habe ich entflucht, die andere will ich actually auch noch entfluchen. Ich habe sogar Entfluchen auf CD, ihr seht es unten in meiner Aktionsleiste. Aber das ist trotzdem durchgekommen. Ich hatte den Debuff, oder der Tank hat auch den Debuff. Ziemlich frech eigentlich, also dadurch, dass ja mein Entfluchen auf CD gegangen ist, habe ich es eigentlich entflucht, aber ist halt trotzdem genau in der Sekunde durchgegangen. Das ist schade. Nochmal hier ein Entflucht. Die anderen Kollegen sind schon wieder da. Und ja, die Gruppe ist natürlich auch sehr gefährlich. Ich muss dazu sagen, die ist nicht ohne. Drei Weber hier drin, die permanent Steinblitz zaubern. Und dann noch Steinhagel und so. Und wenn die anfangs nicht zusammenstehen, ist es sehr, sehr eklig, die zu stoppen. Und ja, egal. Haben wir gut gerettet. Ich habe es gut gerettet, dass ich da überlebt habe. War wichtig. Bin da rausgegangen mit 209.000 DPS. Sehr, sehr gut gerettet an der Stelle. Und jetzt ziehe ich hier actually BL rein. PI bekomme ich auch wieder. Hier hinten wieder nebenbei noch eine Entfluchung. Perfekt gemacht. Ihr seht es immer, wenn ich einen erfolgreich entfluche, dann geht mein Entfluchen bzw. Fluchaufheben-Zauber auf Ablenkzeit, auf Cooldown. Das heißt, dass ich erfolgreich einen entflucht habe. So, unser Paladin ist wieder gestorben. Ich glaube, das war der frontale Angriff Spalten. Wie gesagt, da müsst ihr aufpassen. Das ist gefährlich. Und ja, ansonsten hier ballern, 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 Damage, Damage, Damage. Ihr seht es wieder, der Schattenpriester hier und ich, wir zerstören einfach wieder der Paladin, ja. Bisschen unglücklich gelaufen für ihn, dass er da gestorben ist, aber das ist okay. Wird hier einfach wiederbelebt, dann geht's weiter. Jetzt hier, diese Gruppe ist auch nicht ungefährlich, ne? Zwei Schwarzstein-Golems, die ihr auf jeden Fall wieder LOSen könnt. Donnernder Knall, das macht man hier unten dann immer mit LOSen. Und ansonsten hier ballern, ballern, ballern. Actually, jetzt bin ich mal stehen geblieben, weil ich das auch einfach... Also einen kann man halt tanken. Für mehr DPS ist auch gut gewesen. Und ich habe eh Zeitverschiebung gedrückt vorher, dass ich mich selbst wieder auf 100% hochheile. Jetzt kommen wieder die Seelen. Perfekt, haben auch diesmal die anderen entflucht. Kann ich voll durchziehen und mich voll auf Damage machen konzentrieren. Donnernder Knall kommt hier nochmal durch. Tanken wir einfach. Und der dadurch, dass wir hier anstachelt haben...
bolstern wir natürlich jetzt oder stacheln wir den einen Golem an und jetzt müssen wir natürlich hinter die Wand gehen, weil der hat 4 Stapel davon. Ah, ihr seht's, alle gehen hinter die Wand, also der Tank vielleicht. Und dadurch bewirken wir, dass wir nicht gewonshottet werden, weil wenn wir jetzt stehen geblieben werden oder wären, dann würden wir oder wären wir safe alle 4 gestorben, beziehungsweise Kauterisieren wäre bei mir geprockt. So, Junge, 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 viel zu erzählen hier und es geht direkt weiter in den nächsten großen Pull. Auch hier wieder Fluch des Steins unterbrechen, Ördender Schutz könnte Zauberrauben. Ist actually 500 EQ Play, dann könnt ihr einfach stehen bleiben und für maximale DPS gehen als Magier. Und ja, jetzt hier, da wäre natürlich ein Drachenodem gut gewesen, aber ich war gerade im Hardcast, also schwierig. Habe ich dafür jetzt den Drachenodem gemacht, auch gut. Und ja, guter Damage hier, guter Pull auch, diesmal auch hier der Vergeltungspaladin gut am Blasten. Donnernder-Knall kommt nochmal durch, ist okay, da können wir alle stehen bleiben. Der war noch nicht gebolstert. Und sterben hier alle relativ gleichzeitig, außer der Wächter. Ist aber okay. Glaube ich zumindest, dass der ein bisschen länger lebt, ist nicht so schlimm. Hauptsache, der Golem ist tot. Das ist gefühlt der gefährlichste hier. Und nochmal da hinten, Afflicted Dispellen. Wunderbar, hat glaube ich der Heiler gemacht. Hat man gesehen, links im Bild, der ist in LOS gegangen. Und jetzt hier nächster Big Pull. Wir haben schon 94%. Das ist actually wahrscheinlich schon der letzte Pull. Und hier wollte er natürlich auf den ewigen Zeithascher gehen. Im Idealfall lassen die anderen Kollegen in eurer Gruppe beschleunigen, absichtlich durchgehen, damit der Magier in eurer Gruppe das ganze Zauberrauben kann. Haben sie jetzt hier nicht gemacht, wurde alles unterbrochen. Ist okay. Ist jetzt auch kein Beinbruch, wenn sie es einfach unterbrechen. Ist halt minimal mehr Damage für mich, aber sonst scheißegal. Und ja, aber falls es halt durchgeht, ich kick das absichtlich nicht, dann gönne ich mir das. Jetzt ist da ist einer durchgegangen, perfekt, den klaue ich mir direkt. Den anderen haben sie wieder unterbrochen. Letzte Sekunde vom Dämonenjäger, sehr, sehr stark. Und der auch hier, ne, geile DPS, alle ungefähr bei 200.000 DPS. Und das Geile ist auch mal, dass die gleichzeitig sterben. Let's go. Und wir haben noch 6 Minuten und 55 Sekunden auf der Uhr. Mit 13 Toten, also. Ist echt krass, wie clean wir hier durchgekommen sind, wie viel DPS wir am Drücken sind. Das ist schon echt nice, nice, nice. Richtig gute DPS, richtig schöne Gruppe. Und hier machen wir jetzt einfach den Unsichtbarkeitsskip. Und dann ist gut. So, ein kurzes Päuschen hier. Der Priester ist auch noch nicht ganz da, ne? Gar kein Stress, wir haben mehr als genug Zeit. Deswegen ruhig mal kurz hier recken, Pause machen, warten bis alle da sind und jetzt können wir reingehen in den Boss. BL ist auch gleich wieder ready. Wunderbar, noch BL für den letzten Boss. Ist natürlich auch schon wichtig, weil es ist natürlich tyrannisch, ne? Und ja, ihr seht es auch schon, Flügelstoß haut brutal rein. Da empfiehlt es sich immer für eine Zeitverschiebung zu drücken als Magier. Und ich ziehe hier auch direkt BL rein dann auf CD, scheißegal. Ist, denke ich, okay. Und ja, dann einfach jetzt hier Damage, Damage, Damage und die Flächen natürlich ausweichen. Zeitfresser im Idealfall. Massen bannen und ja, jetzt wird es ein bisschen kritisch. Debuff auf mir drauf gewesen. Plus Flügelstoß war ein bisschen gefährlich, aber alles gut. Und der Boss ist erst auf 80%. Also das kann ein langer Kampf werden. Ist halt Tyrannisch 24. Der dauert dann schon ein Weilchen. Aber das ist hier schön in dieser Tempofläche. Können wir richtig schön unsere Combustion resetten und richtig gut Damage ballern. Das ist sick. So, Flügelstoß kommt jetzt wieder hier. Das ist eine Zeitverschiebung. Perfekt. Und jetzt gehen wir wieder in die lange Combustion rein. Natürlich kommen jetzt hier nebenbei noch Bodenflächen. Da muss ich aus der Rune raus kurzzeitig. Gehe aber wieder zurück rein. Für die maximale DPS. Ist, denke ich, ganz okay gespielt auf jeden Fall. Und Flügelstoß kommt in 4, 3, 2, 1. Da brauchen wir wieder irgendwas für am besten. Große Unsichtbarkeit vielleicht? Ja, habe ich gedrückt, weiß aber nicht, ob es noch durchgegangen ist. Kann sein. Vielleicht auch nicht. Und ja, jetzt wird es hier ein bisschen eng schon langsam. Der Tank kann ruhig mal ein bisschen weiterziehen, aber er ist halt noch da hinten. Man sollte natürlich möglichst auch zusammenstehen, vor allem in dem Erblühenfeld vom Heiler. So, jetzt wieder hier die Zwischenphase. Rein da. Und hier wirklich dann Machtverschiebung ist mega geil hier zu benutzen, weil man halt einfach dieses erhöhte Tempo hat und generell auch die Hardcasts. Gut, jetzt sind wir leider da auf. Oder haben eine Fläche komplett weggesaugt. Haben wir ein bisschen was verloren, aber ist okay. Zeitverschiebung hier wieder für Flügelstoß. Perfekt. Und ansonsten hier einfach Damage, Damage, Damage. Ballern, ballern, ballern. Massenbannung ging raus. Und auch hier wieder. Nice Timing, ne? Wir gehen wieder rein in Combustion.
Ja, stehen hier ein bisschen ungünstig, was das Positioning betrifft, aber ist okay. Müssen wir mit durch, hier ein bisschen ausweichen. Trotzdem, wir stehen immer noch in der Rune, jetzt stehen wir nicht mehr in der Rune. Flügelstoß kommt hier nochmal. Ja, da hatte ich nichts jetzt ready, aber ist okay. Sind fein. Das habe ich jetzt geblockt, den Debuff. Muss jetzt hier aus meiner Rune raus. Ja, die zweite Rune war jetzt nicht so optimal. Geh aber wieder rein. Darf mich nebenbei trotzdem nicht vom frontalen Angriff treffen lassen. Ein bisschen chaotisch hier auf jeden Fall. Und jetzt haben wir endlich wieder diese Zwischenphase. Können wir wieder rein in die Flächen. Alles aufsaugen, alles soaken. Für diesen 50% Tempo-Buff, der sehr, sehr geil ist. Und euch einfach so viel gibt, was Damage machen betrifft. Und ihr seht es auch hier wieder. Gutes Timing. Schön da drinnen nochmal die Machtverschiebung gedrückt. Und Flügelstoß wieder, Zeitverschiebung, let's go. Und ballern, ballern, ballern. Ich bin immer noch bei 125.000 DPS, ist ganz ordentlich auf jeden Fall. Geht sicherlich mehr, aber für das Gear geht da, glaube ich, nicht mehr so viel mehr. Und ja, 20% Sandatem nochmal ausweichen. Und wir gehen actually wieder in die lange Combustion rein. Also das habe ich hier wirklich sehr, sehr gut hinbekommen. Nochmal hier große Unsichtbarkeit gezogen für den Flügelstoß. Also sehr, sehr nices Timing hier, muss ich sagen. Gut, jetzt werde ich wieder aus meiner Rune ein bisschen rausgedrängt. Das ist natürlich nicht so gut für die DPS, aber ist okay. Stellen wir hier die zweite Rune hin und haben noch ein bisschen Spaß. Jetzt habe ich hier actually absichtlich den Hardcast abgebrochen, damit ich hier Hardcasten kann in der Tempofläche. Aber da, ja, wurde dann doch noch entflucht. Aber ich hätte es auch noch entflucht. Das Entfluchen hätte ich auch noch gehabt zur Not. War knapp, aber es sieht gut aus. Der Boss ist so gut wie tot. Ein bisschen jetzt hinten raus rumgefällt. Aber hier nochmal gut gerettet mit Zeitverschiebung. Es ist sehr, sehr wichtig, dass ihr als Magier hier konstant die Zeitverschiebung auf CD drückt. Immer wenn Flügelstoß quasi kommt. Und ja, krass. 2 Minuten noch gehabt. Sehr, sehr viele Tote. Aber der Schattenpriester und ich. Guckt euch diese Overall-DPS an. Wir haben gut geballert, gut zerstört. Let's go. Hat Spaß gemacht. Plus 8 Punkte gab das Ganze. Und wenn es euch gefallen oder geholfen hat, gerne noch ein Like da lassen. Wenn nicht, dann nicht. Bedankt fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.